ihr Lieben, hier ist Britta aus Dänemark. Lange her, ja, so geht's ab und zu mal, ne? Ja, die mich kennen, wie gesagt, Britta aus Dänemark, 52 Jahre alt, wohne hier schon seit 85. Dies ist ein Strickpodcast. Alles, was ich hier zeige, habe ich selbst gekauft. Anleitung, Wolle, Nadeln, alles selbst gekauft. Deswegen ist dieses wahrscheinlich eine Dauerwerbungssendung. Dauerwerbesendung, so war das, ne? Ja, ich möchte nicht den deutschen Staat im Nacken haben, deswegen sage ich das, ne? Ich weiß gar nicht, muss man das, wenn man nicht sponsoriert ist, aber jetzt ist's gesagt. Ja, wie gesagt, lange her, hab ein bisschen fertig bekommen und wieder Neues angefangen, so ist das ja ab und zu mal. Hätte eigentlich gerne mehr fertig, aber so ist das ab und zu mal, ne? Ja, lass uns mal anfangen, dann kommt das Gesabbel ja ganz zu Ende, so mit Urlaub und so, ne? Ja, letztes Mal habe ich gar nicht damit angefangen, aber ich habe eine Projekttasche. Ne, ich fange mal neu an. Ich habe ja die French Market Bag für Emily gestrickt. Die ist ja ausgezogen, weil ich sie ja stricken sollte, weil sie, das war so fummelig mit dem Boden, also mit dem Anfang und so, ne? Deswegen habe ich sie gestrickt, dann habe ich sie abgeliefert am Bahnhof. Da hat Emily schnell raus, Kram, so ein bisschen geknuddelt und dann wieder Farewell More. Und dann sollte sie einen Stoff dafür kaufen, hat sie auch gemacht, hat einen Liberty Stoff gekauft bei City Stoff in Aarhus, weil sie hatte ja auch die Hanke, die hat die aus Leder, hatte sie ja schon, ne? Und da habe ich das abgegeben, aber vergessen, die Wolle mitzugeben, weil sie musste ja die Hanke annähen. Die habe ich dann ja, wann hat sie die bekommen? Irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr. Aber alles ist ja jetzt in Aarhus. Deswegen kann ich sie gar nicht so richtig zeigen. Fertig. Aber Emily, sie war so lieb. Sie hat ein paar Bilder geschickt auf Messenger. Deswegen möchte ich sie mal kurz zeigen. Ich habe sie hier. Dies ist ja das zweite Mal, dass ich ein Video mache. Weil das erste Mal ist ein paar Minuten her. Da habe ich auf Pause gemacht, weil ich habe was gesucht. Ich wollte was für euch suchen. Konnte ich nicht finden. Und dann wollte ich die Bilder auf mein Telefon finden, auf mein Handy und sie dann zu Emily schicken, weil dann kann ich sie ja wieder zeigen. Ich konnte sehen, Emily hat geschrieben, flott, ist ja flott. Ne? Sie weiß ja jetzt nicht, erst wenn das Video wieder hochkommt, ne? Denn warum sie die bekommen hat, so dass ich euch sie zeigen konnte, ist auch egal. Ne, was soll ich sonst heute Montag, der 10. Ja, der 10. April. Das ist die fertige French Market Bag. Könnt ihr die sehen? Jetzt seht ihr vielleicht, das spiegelt ein bisschen mit dem Handy, ne? Aber das ist so richtig, richtiges, schönes Stoff. Vielleicht könnt ihr das besser hier sehen. Guck mal, die Blumen. Ist doch richtig schön, ne? Ja, da hängt sie auch. Ja, ist richtig gut geworden. Und endlich ist sie fertig, sodass sie die auch gebrauchen kann, weil ist ja Frühling, der Sommer steht fast vor der Tür, ne? Ja, ja, ihr wisst, ich habe das bisschen alles mir runter, also geschrieben, so Notes. Ist ein bisschen größer als letztes Mal, weil das war so zusammengequetscht, ne? Ja, und ich habe ja letztens auch erzählt, oder vorletztes Mal, weiß ich gar nicht, dass Emily und Mast das Wandern für sich gefunden haben. Und da haben sie ja im Zelt übernachtet und das war so kalt. Deswegen dachte ich, nee, ich stricke auch eine Wärmeflaschehülle für die. Eigentlich könnte man ja eigentlich nur hier rein, das ist ja aus Gummi, die habe ich bei Knitter 7 gekauft und die Wolle auch, die könnt ihr auf Ravelry sehen, alles eingepflegt und ich dachte, grün ist so schön, weil Wandern, Natur und so, ne? Ja, das ist die Touring Superwash von Langjans. Oh, das stellt ein. Ja, die Anleitung
Die ist die Hottie Pur. Wie ihr wisst ja, ich habe ja auch mir eine gestrickt. Die habe ich ja noch nicht benutzt, aber das kommt wahrscheinlich so, wenn der Winter wiederkommt, ne? Ja. Alles, die kostet auch die, ich weiß nicht mehr, wie viele Euro ich dafür gegeben habe. Jo. Und Mädels, ich bin richtig stolz. Wo ist die Anleitung? Weiß ich nicht. Ihr bekommt jetzt den Sweater. Ich habe den Ing Digge da fertig. Guck mal, das Licht. Ich habe sonst die Rollo runter hier. Ja. Die mich auf Instagram folgen, die können sehen, dass ich den anhatte, als ich im Wohnwagen stand in der Tür. Und der ist richtig schön geworden. Also den habe ich noch nicht gebadet, weil ich dachte, entweder ist er so oder so oder so. Ich dachte, den möchte ich noch ein bisschen anhaben. Ich kriege das hin mit dem Baden. Und dann hier, weil das ab und zu mal so ein bisschen schwer vorn und hinten, ne, habe ich nur einfach so reingenäht. Den kann ich einfach rausziehen. Ja, ich habe den mit einem doppelten Bündchen gemacht. Nächstes Mal, denke ich mal, mache ich nicht. Da schlage ich nur für die Größe L den für das Halsbündchen an und mache nicht doppelt, weil der liegt eigentlich recht eng am Hals. Also nicht so. Aber ist in Ordnung. Und dann habe ich eigentlich für den Restkörper die XL gestrickt. Denke ich mal. Weil ich habe ja einfach, ich habe den anderen Dicke da, den hacke ich, irgendeinen Dicke da, den habe ich jetzt nicht hier, den blauen. Den habe ich auch ganz viel im Urlaub getragen, weil so, wenn ein bisschen kalt im Wohnwagen morgens oder abends war, wenn wir nach Hause kamen, oder morgens im Bad und so, da wir mussten ja ein bisschen gehen auf dem Campingplatz in Friedrichstadt. Der ist so ein bisschen breiter unten beim Bäuchlein geworden. Macht nichts. Der saß ja so eng. Den mochte ich eigentlich gar nicht. Aber den habe ich richtig oft gebraucht. Wir waren am Donnerstag in Husum. Da hatte ich den auch an. Das war so ein bisschen frisch, aber nicht so, dass der Wind durchgegangen ist. Aber der Wind geht hier durch, weil ist ja nur Aveta Classic, ist ja Merino, ein bisschen Nylon drin und Mohair und so. Ich denke, das ist nichts für den Winter. Da ist er nicht. Oh, was ist hier passiert? Ach du Schreck. Na, mal gucken. Ja, ich denke, also mit die Wolle, das ist nichts für den Winter. So, wenn man so de denkt, den ziehe ich an, dann gehe ich spazieren. Da kommt der Wind und die Kälte durch. Bei mir auf jeden Fall. Ja, der ist fertig geworden. 7 Knäuel Aveta Classic und 7 Knäuel Tünn Silk Mohair von Sandnes. Ja. Wie gesagt, Ingdicke da. Nicht Rucki-Zucki. 44 Tage habe ich gesehen. Aber ich habe nicht jeden Tag an den gestrickt. Ab und zu auch mal an anders. Und dann war das bisschen, so ein bisschen blöd, langweilig. Und ja, dann wurde der fertig. Ja, das Halsbündchen und bei den Ärmeln, bei den Armen, das Bündchen ist mit Dreiernadel gestrickt, der Körper mit vier und das Bündchen hier unten habe ich auch mit Vierernadel gestrickt, weil ich dachte, denn schmiegt er sich nicht so an, so, dann geht er gerade runter. Und die Abnahmen, man muss ja Abnahmen nach dem. Also nach bestimmten Zentimeter machen, die habe ich auch nicht gemacht. Vielleicht ist das auch ist da auch ein anderer Sweater von Petite Knit, der vielleicht genauso ist, aber ohne Abnahmen. Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der ist jetzt fertig geworden. Ja. Dann habe ich, ja, wie gesagt, ich habe. Ich dachte, das mit dem Projektbeutel wäre eine gute Idee, weil nähen tue ich auch ab und zu, aber jetzt habe ich keine Lust. Und da dachte ich, nee, ich hatte ja noch Wolle übrig. Nicht übrig, ich habe sie gar nicht anders verwendet. Das ist die von Karen Klabeck. Das ist eine recycelte Wolle, die aus Yarn of Recycled Plastic Bottles. Karen Klabeck, die macht, ja, die wohnt ja hier in Dänemark. Und das ist die Jeansblau. Oh, jetzt stellt das scharf. Ja, ungefähr 100 Meter auf 50 Gramm.
Die habe ich mit Vierernadel gestrickt, so wie auch die andere, die ich für Emily gestrickt habe. Da, wie gesagt, da habe ich zwei Böden gestrickt, dass der Boden nicht so breit wie der bei der Emily, also French Market Bag bei Emily. Aber die ist ein bisschen klein geworden und ich dachte, ich stricke mal den Boden doppelt, weil das, dann wird er nicht so lapperig. Aber vielleicht war das gar nicht, musste das gar nicht sein, aber vielleicht. Das geht, ja, die fällt ja in sich zusammen. Ja, ist ja klar, logisch. Britta, meine Güte, Mann. Warum ist das denn? Was ist da drauf jetzt? Na, egal. Ja, die Anleitung, den Boden von Petite Knit, French Market Bag und das Muster hier auch. Und komischerweise konnte ich mir selbst so ein bisschen das, ich weiß nicht, wie nennt man, also der Laufgang für. Ja, für das Band und den habe ich, ja, den habe ich so gestrickt. Erst habe ich hier angefangen. Ja, wie habe ich das denn angefangen? Doch, ich habe erst ein langes Stück gestrickt. Ja, doch, ich habe also hier von hier bis da gestrickt, dann habe ich die Picot-Kante gemacht, dann wieder zurück, dann habe ich Maschen hier aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, ich dachte fünf. Ich glaube, fünf Runden habe ich hier gestrickt, ne? Und dann habe ich die Maschen aufgenommen. Ja, habe ich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Aufgenommen und dann habe ich doch fünf Runden gestrickt und dann dies hier unten zusammengefügt. Hat das jemand verstanden? Naja, stricke ich sie ja nicht mehr. Auf jeden Fall. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Die ist ein bisschen klein. Und vielleicht auch zu dick hier oben. Ich weiß nicht. Guck mal, ein kleiner Sack. Da kann noch nichts rein, oder wie? Ja, dann sollte ja noch so ein Kordel rein. Den hat Paul für mich gemacht. Ich habe ihn vor ein paar Jahren so einen gekauft. Für so ein I-Cord. Ja, da musste mehr als dies ran. Da war auch noch meine. Nadeltasche von Coconut, nee, Coconut Chagou Nadeln drauf, weil das musste so schwer sein, weil da ist ja auch eigentlich eine dicke Wolle, ne? Da muss ich natürlich hier mal ein bisschen zumachen und dann mal sehen, wie viel ich für jede Seite brauche und dann, ja, mal sehen, ne? Aber hat er gut gemacht. Das macht er gerne. Ja, sonst. Da war kein Hokuspokus. Und weil ich die gestrickt habe, das war eigentlich, jetzt kommt das, weil wir bei, als wir in Herningsendert waren, ihr wisst, ich habe letztes erzählt, da war ich mit Pernille und der Regge. Und da habe ich, da war ein junges Mädchen, die hat so eine so einen Projektbeutel gestrickt. Und die fand ich so schön. Könnt ihr das sehen, das Muster? Das Muster ist von Popnitz. Ich weiß nicht mehr wie. Wenn ihr das gerne wissen möchtet, ich versuche rauszufinden. Dann schreibt einfach unterm Video oder per Mail. Ja, per Mail oder Instagram. Mal sehen, wie das am besten bei euch ist, ne? Aber das ist, die fand ich so schön. Guck mal, und da hat sie auch so ein, wie nennt man das? Ja, so ein Sack drin. Ich war total schockverliebt. Und ich habe ja, das Muster habe ich am Anfang auch probiert, aber also das war nur Latein für mich. Guck mal, so ist der Boden. Und sie sagt, das war nur so Sockenreste. Deswegen musste ich ein neues Video machen, weil die Bilder, die waren ja auf meinem Handy, ne? Und dann habe ich ja, wie gesagt, die Emily geschickt. Deswegen. Hatte ich, das ist auch lange her. Das war kurz nach dem anderen Video, glaube ich. Da habe ich die hier angefangen. Guck mal, die wird auch, doch, die wird auch groß. Und das ist ja auch der Boden von der French Market Bag. Hier, ich messe mal von der einen Seite zur Mitte, ne? 11 cm, also 22 cm von der einen Seite bis der anderen. Und
Also ich erzähle mal kurz. Also da ist keine Anleitung, aber dies könnt ihr auch im YouTube sehen, irgendwo, denke ich mal. Und da habe ich mir das Bild mal wieder angesehen, das könnt ihr auch sehen. Eigentlich habe ich ja angefangen, einfach hochzustricken mit das Muster von der Honey Clutch. Denke ich, das kommt doch irgendwie blöd raus. Seht ihr das? Da, guck mal, da ist so eine Kante. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Da. Das ist bestimmt so ähnlich so, wenn man irgendwas häkelt, was Rundes, und dann muss das hoch. Dann häkelt das man auch auf der einen Seite von der Stäbchen. Also das Stäbchen ist ja so, ne? Und dann macht man, ja, das wisst ihr. Na. Auf jeden Fall, da habe ich hier, habe ich das abgeschlossen. Mein Gott, Mensch. Ich weiß das gar nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Doch, doch. Dann habe ich also abgeschlossen, abgekettet, den ganzen ganz rum. Und statt den Faden abzuschneiden, dann habe ich die Maschen hier aufgesammelt. Das ging, ja, das ging einfach. Den ganzen einfach rum. Und dann habe ich so ein bisschen gestrickt und dann, och, dachte ich, nee, das. Und da habe ich das mit Muster nicht kapiert. Und ich dachte, mein Gott, schon wieder ein Muster, irgendwas gekauft. Und dann weißt du nicht, wie das machen sollst. Also so schwer kann das nicht sein. Dann habe ich ein Video gesehen und da dachte ich, oh mein Gott, das kannst du noch nicht. Aber irgendwann, dann ist da Pfennig gefallen. Da fällt Femören, ne? Ihr wisst, Femören, Dänisch. Und da musste ich, aber ich musste mir das aufschreiben. Reihe 1 und 3 muss ich so stricken und Reihe 2 und 4 muss ich so stricken. Und da sagte sie, wie heißt sie? Kimi ja im Video. Heißt sie Kimi? Na, sie strickt immer für, ja, Kimi Munkholm. Sie strickt immer für mit. Da sagte sie, dann kann man sehen, wann du das machen musst, also in welche Reihe man ist. Ich konnte das nicht sehen. Ich musste mir das aufschreiben. Immer ein Strich. Okay, jetzt hast du Reihe 1. Okay, jetzt hast du Reihe 2. Okay, jetzt musst du wieder die gleiche wie Reihe 1 machen. Sonst habe ich gar nichts kapiert. Wie gesagt, die wird auch irgendwann mal fertig, weil ich finde die so schön. Ich war schockverliebt, wie gesagt. Aber jetzt weiß ich ja, dass Petite Knit ja auch Elend Pocket Bag oder so auch mit dem Honey Clutch Muster gestrickt habe. Und wahrscheinlich habe ich die auch gesehen und deswegen dachte ich, das ist gar nicht so schwer. Aber ist ja egal. Ich habe ja für die Anleitung für die Honey Clutch bezahlt und das Muster liegt wahrscheinlich auch irgendwo auf YouTube, weiß nicht. Könnte auch mal sein, dass ich ein anderes Muster mache, weiß ich nicht. Wenn ich einmal wieder weiterkomme. Auf jeden Fall, da hatte ich dies liegen. Das habe ich auch mal ganz günstig bei Kühlke Stoff und Garn gekauft. Das ist von deutscher Hersteller, habe ich gesehen. Dreimal W.GB Wolle. Also, seht ihr das? Auch Sockenwolle. So ganz hellgrau. Davon habe ich 4. Und dann habe ich hier. Oh, wo war der andere? Oh Schreck, die Wolle ist weg. Oh Mann, so ist das immer, ne? Ja, die habe ich auch mal irgendwann nicht günstig gekauft. Aber warum ich sie gekauft habe, weiß ich nicht. Das ist die Black Hill Brush Kit Mohair, die habe ich bei, war das Garnusel in Aalborg, glaube ich, gekauft. Und die hat eine Lauflänge 25 Gramm, 350 Meter. Aber also die ist nicht so weich wie die anderen Mohair. So ein bisschen stumpf. Aber für die Tasche ist ja egal. Da halte ich 2 zusammen, weil ich dachte, okay, 350 durch 2, das geht wahrscheinlich so wie fast so wie die anderen Mohair für, was ist das, 25 Gramm auf 210 Meter oder 12 Meter. Ja, die drei zusammen, die werden irgendwann mal eine Projekttasche. Ja, mal sehen, ne?
Ihr seht, ich habe mal angefangen und dann wieder. Ja. Das geht auch wieder irgendwann mal. Hier bist ihr Mädels. Guck mal. Frau Marten strickt. Das ist ja mein Name auf YouTube, ich habe ja erzählt, was soll man sich jetzt nennen? Mein Mädchenname ist ja Marten, also Britta Marten. So bin ich auf Instagram unterwegs. Ja, Frau Marten strickt. Skol. Die hat die Maike für mich gemacht, getöpfert. Sie hat einen Töpferladen in Tönning. Die kenne ich schon ganz lange. Die kenne ich schon seit 93. Als mein Papa in 93 starb, da haben sie also das Haus gekauft, wo ich als Kind gewohnt habe. Und am Anfang, da hatte sie eine Töpferei, kleine Stube. Und in mein Zimmer hatte sie den Brennofen. Da haben wir sie ab und zu mal besucht. Und dann haben wir sie wiedergefunden in Friedrichstadt. Da dachte ich, Mensch, das kenne ich doch. Das ist so verspielt. Ich liebe das so mit Katzen und Schäfe und so einem alten Ofen und ja, Hühner auch und Kühe und so. Das kommt mir das so bekannt vor. Und tatsächlich, da ging ich im Laden und dann da kam der Klaus mir entgegen, ihr Mann. Und da sag ich, wahrscheinlich erkannte mich nicht gleich, weil da waren wahrscheinlich ein paar Jahre vergangen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist doch Mietz und Mauz. Ja, das sind wir. Und habe ich kurz erzählt, ach so, und da erinnert sich. Und seitdem sind wir immer bei ihr, nicht immer, ab und zu ein, zwei, dreimal im Jahr oder so. Und die hat sie für mich gemacht. Ja, ich erzähle noch ein bisschen später von der Töpferei. Ja, French Market Bag. Ja. Dann habe ich, ich habe eigentlich, ich war noch kurz auf Ravelry, da habe ich ein gestrickter Projektbeutel gesehen. Das ist eine kostenlose Anleitung von Carola Geritz. Ich füge euch das ein. Die ist eigentlich für einen Boppel, aber eigentlich ist das egal. Eigentlich kann man sie ja einfach nur so ganz hochstricken mit Muster oder ohne Muster. Und dann kann man so einen Beutel reinmachen, Stoffbeutel und festnähen. Und das gibt auch so das Letzte, finde ich, so oben mit der Kante, ne? Aber alle waren ganz doll begeistert vom Beutel. Ja, wir machen weiter. Ich habe hier, ich weiß gar nicht wann, diese Socken angefangen. Ja, begeistert bin ich nicht. Ich war begeistert. Oh, wo ist jetzt die an? Weil ich erzählte im letzten Video, dass ich da eine ganz tolle Sockenwolle gesehen habe irgendwo. Instagram. Ich erinnere mich nicht, ob ich damals gesagt habe, dass ich die bei Tanja Steinbach gesehen habe. Aber habe ich. Jetzt habe ich mittlerweile, da waren da fünf Anleitungen oder so. Die habe ich gekauft. Aber das war die Sockenwolle. Seht ihr das? Das ist die. Was steht da? Cool Wool for Socks. Ja, altrosa. Und guck mal, das Muster, ich finde das Muster, das ist jetzt das gleiche Muster, was ich jetzt stricke, aber ich finde, das kommt so gut raus auf den Socken. Vielleicht, weil die gewaschen sind, vielleicht, weil 400 Meter auf die Cool Wool Socks sind. Und hier sind 420, das sind die von Lana Grossa, die Meinwald mit Aloe Vera. Wer denkt dran, Aloe Vera reinzumachen? Das wäscht man doch aus, oder wie? Ich weiß nicht. Aber also die Farben finde ich ja auch schön. Ist ja nicht so. Aber ich finde, das Muster kommt vielleicht nicht so raus. Vielleicht auch, weil ich so ein bisschen enttäuscht bin, weil das nicht die gleiche Wolle ist. Die Farbe, Färbung und so, ne? Aber ist ja meine eigene Schuld. Wenn ich so was sehe, dann, oha, oha, das muss ich haben. Und dann gebe ich mir wahrscheinlich nicht die Zeit, um das so richtig so untersuchen. Und dann kommt sowas nach Hause. 2,5 Nadeln, 64 Maschen. Ja. Habe ich jetzt was gezeigt? Nee, da war nichts von der Anleitung. Da war nur, wie viel was und so.
Ja. Ja, so ist das. Ja. Mädels, ich habe Emma versprochen, noch einen für sie zu stricken, aber das dauert so ein bisschen, weil oh, ich habe ja vier gestrickt, drei für sie und einen für mich in Blau, den ich ihre Freundin Jenny gegeben hat und den mag sie auch richtig gerne. Ich weiß nicht, ist das dieses Wochenende oder nächstes Wochenende? Da zieht Jenny auch nach Aarhus. Ja, Emma, sie ist ja umgezogen. Da haben wir ihr letztes Wochenende geholfen, war das? Also nicht dieses Wochenende, wo wir gerade rausgegangen sind. Heute ist ja Montag, der 10. April, Ostermontag. Aber letztes Wochenende auf dem dritten Saal. Herr Jemine, wer zieht heutzutage auf dem dritten Saal? Das macht Emma. Und die hat so viel schon selbst umgezogen. Also da waren ja ganz viele Kästen, so Flötekäse heißt das auf Dänisch. Ganz große Kästen, die waren echt, echt richtig groß und schwer. Und sie ist, ich weiß nicht, ich glaube, sie geht mir her. Ich weiß gar nicht, wie viel Zentimeter groß sie ist. Eins, ich bin 1,58. Sie ist vielleicht 1,50. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal untersuchen. Auf jeden Fall, kleine Emma. Auf dem dritten Saal, alles hochgeschleppt und da hat sie so ein E-Bike. Lelvon heißt das. Da ist so ein Kasten vorne drauf und ein E-Bike mit Batterie hinten und dann immer hin und zurück gefahren. Von der alten Wohnung in eine neue Wohnung und dann hat sie die Kasten da hochgeschleppt. Und während sie die hochgeschleppt hat, da hat sie die Batterie aufgeladen und wieder runter, hoch, runter. Die hat 10 Kasten selber hochgeschleppt und dann hat sie, also Emma, sie kann alles nach Hause schleppen. Dann hat sie so ein Metallregal nach Hause, so einen doppelten Metallregal, also von der alten Wohnung in der neuen Wohnung gebracht. Und da waren auch noch Glasplatten, die hat ihre Freundin mitgeschleppt, ne? Also was die nicht auf dem Fahrrad haben kann, die braucht kein Auto. Die braucht kein Auto, die schleppt alles nach Hause. Ja. Die muss auch auf, weil ich habe ihr das versprochen, ne? Sie war hier letzte Woche von Montag bis Dienstag mit ihrer Freundin und dann sollten sie ja nach Olbo irgendwo mit also ihre Freundins Familie besuchen, ne? Die kommt, die muss auch fertig, ein paar Abende, dann ist sie ja fertig. Und ihr wisst, Mädels, erinnert ihr euch noch, Ønskeskyen, also eine Wunschwolke, so eine App, wo wir alle hier in unserer Familie, nicht alle, also ich, Paul, Emily, Emma, Mess hat keine, wir haben reingeschrieben, da ist so ein Link, wo man was kaufen kann, was man sich wünscht. Und ich habe ja letztes Mal schon gezeigt, hier, Emily wünscht sich die und jetzt mittlerweile wünscht Emma sich auch eine. Aber Emily hat ja im Juni Geburtstag, aber das ist ein Prototyp, die behalte ich bestimmt selber, weil da sind Fehler drin, die. Ich irgendwie, das möchte ich auch nicht so abgeben. Könnt ihr das sehen da? Und ich bin mir ganz sicher, dass ich erst da finde ich gefallen ist. Da fällt Tiören. Da guck mal auch da, das kann man doch nicht abgeben da, ne? Guck mal, da ist so ein bisschen, das kann man auch nicht so mit dem Faden retten. Ja, wie gesagt, da hat mich. Ja, guck mal, da ist mit einem doppelter Boden, ne? Deswegen dachte ich, da bei der Projekttasche, da so mit einem, also für Doppelstricken, ne? Aber vielleicht nächstes Mal. Vielleicht bei den letzten hier könnte ich das mal machen, ne? Ja, wie gesagt, das Snipper. Und da muss ja jetzt auf jeder Seite, muss da was. Maschen aufgenommen werden und gestrickt werden auf jeder Seite hier, ne? Und dann da in der Mitte wird dann der Lynlos. Wie heißt der nochmal? Lynlos. Reißverschluss angenäht werden und da muss da auch noch Stoff rein, ne? Aber wie gesagt, die behalte ich selber und das möchte ich auch nicht abgeben, weil du was, wenn jemand sagt, oh, die ist schön, und dann guckst du die näher an. Oh, ja, die hat meine Mama gemacht. Ja, das finde ich auch nicht schön. Deswegen,
Das muss ordentlich sein, weil jetzt habe ich, ist der Pfennig ja gefallen, ne? Ja, wie gesagt, das ist die Sunday. Die habe ich mal ganz günstig hier im Wollladen in Hammerum gekauft für, ich glaube, 20 Kronen. So altrosa. Ich glaube, ich habe einen Knoll. Das passt sehr hervorragend. Und da habe ich noch den Rest von der Tünn Silk Mohair von Sandness. Die hatte ich ja für den einen Haarband für Emily gebraucht. Und da waren noch 21 Gramm übrig. Da dachte ich, ja, wisst ihr, da kann ich das machen. Die wird fertig. Und ja, das ist ja die Anleitung, ne? Von Petit. Die ist ja schön und die wird auch schön. Da bin ich mir ganz sicher. Guck mal, da bin ich gestrandet. Hier, die muss ich jetzt stricken, die Seiten. Und da ist das irgendwo. Ich zeig noch mal. Hier, ich habe ja mal versucht, man kann das sehen. Ja, irgendwo habe ich die. Ja, ich glaube hier, da habe ich die Maschen. Oh, ich mach mal raus. Da habe ich die Maschen aufgenommen auf der halben Seite. Erst denke ich, oh, das auch mit der Anleitung lesen. Das passt doch nicht. Wieso? Da fehlen doch Maschen. Bis ich gedacht habe, ach, jede Seite ist ja für sich. Ne? Jetzt will sie ja, dass ich Maschen aufnehme und dann soll ich jedes Mal ein bisschen von dieser Seite stricken. Und da waren so kleine Löcher. Das sah nicht schön aus. Und da dachte ich, nee, das machen wir andermal. Ne? Das kommt noch. Petit Knit, ihr wisst, ich liebe Petit Knit. Ihr mögt sie ja auch, ne? Ja, das war die Honey Clutch von Petit Knit. Und den gestrickten Strickbeutel, der eine ist fertig, fast fertig. Und den anderen mache ich irgendwann mal fertig. Das muss auch fertig werden. Honey Clutch und der Projektbeutel, die eine. Der fertig ist, dann muss da noch ein Stoff rein. Da denke ich, ich glaube, ich ka kaufe ja einen Stoff, der so ähnlich in der Farbe passt, ne? Ja, würde ich mal sagen, ne? Und beim anderen ist das ja geschlossen. Da ist das ja der Honeyclutch-Muster. Da braucht ja keinen Stoff. Vielleicht oben so, das sieht so ein bisschen süß aus, finde ich. Ja. Mädels. Dann habe ich einen neuen anderen Sweater angefangen. Den habe ich ja erst hatte ich den bei Ellen Bisgaard gesehen, The Dream Knitter hier in Dänemark. Und nach einer Zeit habe ich die bei Anne mit Strick mit Kick gesehen. Und da dachte ich, ja, das wäre doch auch mal schön, was Neues zu probieren, ne? Und da habe ich den angefangen. Ich habe die Anleitung gekauft, die ist 23 Seiten. Da musst du ja immer hin und her blättern. Und da musst du richtig gut aufpassen, dass du. Ja, ich stricke ja M2, ne? Da, wo ich die Wolle gekauft habe, mein Brustumfang ist so und ich möchte gestern ein bisschen so größer und ein bisschen länger. Ja, da muss ich M2 stricken. Den habe ich ja auf der Wollmesse in Weile Fiebervolk gesehen. Da war ich schockverliebt. Da wusste ich, den stricke ich jetzt auch. Erst da war ich schockverliebt, den Paul Klees Sweater. Wie gesagt, den hatte ich ja sonst ein paar andere mal irgendwo mal gesehen, ne? Aber erst da ist mir aufgegangen, dass ich, nee, der ist so schön. Die Wolle, die ist so schön. Also jetzt ist er ja noch nicht gebadet, ne? Aber hier in Dänemark sagt man so Stridbørste. Das Wolle, die ist so Stridbørste, das ist so also nicht weich. Jetzt fehlt mir das Wort, das kommt bestimmt so. Aber den Sweater hat sie ja gewaschen. Der war so weich. Und das ist Wolle von Markus Holm. Das ist die graue für den Body. Ja, 100% Ulfra Gotlands Gepels vor Orphin Ulsfor, 100 Gramm, 400 Meter. Davon habe ich vier Stück. Oh Moment, ich habe das hier vorbereitet. Ich zeige euch das gleich. Ich habe ja ein gewickelt und hier habe ich noch drei. Den einen hatte ich ja mit nach Fotostadt und da musste Paul, er macht ja alles mit, ne?
Da hat er den auf dem Kopf. Er macht das gerne. Er macht immer Spaß. Oh, tut mir leid, ich muss mal hier was retten. Guck mal, was ich gemacht habe. Weil da müssen ja verschiedene Farben drauf. Guck mal, eine Nadel. Und hier, den habe ich gebraucht, das noch 8 Gramm habe ich von denen und den habe ich nicht verstrickt, da war 21 Gramm oder war das 20? Jetzt bin ich mir unsicher. Aber die habe ich zusammen mit der anderen Wolle. Da hatte sie so ein Set, so ein Kit. Seht ihr das? War doch eine gute Idee, oder? Weil sonst raschelte das in der Tüte und so. Aber das sind ja so kleine, die sind ja schon gewickelt und so, ne? Und ist die gleiche Wolle wie die graue für den Körper, aber gefärbt, ne? Und ja, ich habe angefangen. Hier ist vorne, hier ist hinten. Also bei Ink, da sind die, da ist das so ein bisschen mehr. Da geht das so mehr zur Seite auch bei der Wendemaschen. Aber mal sehen, wie da sitzt, ne? Ja, wie gesagt, Größe M2. Und eigentlich, ja, ich habe ja so richtig versucht, so dass das nicht so beult oder so, ne? Aber das kommt ja, je mehr du strickst, dann kommt das. Am Anfang ging das ja noch. Und da dachte ich, oh, jetzt machst du das richtig und so, ne? Aber, und dann musste ich auch die Anleitung lesen. Oh mein Gott. Und ich dachte, nee, jetzt hast du viel Geld für die Wolle ausgegeben und jetzt schnallst du nichts von der Anleitung. Wie gesagt, 23 Seiten. Da musst du immer hin und zurück blättern, hin und zurück blättern. Mein Gott, du. Und dann muss man irgendwas, in meine Größe muss ich genauso wie eine Kindergröße stricken und so. Mein Gott, und das ist die erste Anleitung, die ich auf Englisch stricke. Wie gesagt, also echt, du. Und ich dachte, meine Güte, du, was hast du jetzt gemacht, Britta, du? Ja, wie gesagt, so viel Geld für die Wolle gebraucht. Ne? Also ich hatte ja Geld von meine Schwester und mein Schwager zum Geburtstag gekauft, nicht gekauft, bekommen. Und die habe ich dafür gebraucht, aber da fehlte ja noch die halbe. Und deswegen habe ich ja mir das gegönnt. Ja. Also erst dachte ich, okay, da sind so Quadrate. Die haben eine Maschenanzahl. Aber wenn du die Maschenanzahl in jedem Quadrat die gleichen sind, dann wie soll das größer werden? Okay, dann muss man ab und zu ein bisschen Maschen zunehmen, hießt und piest. Ihr wisst, hießt da piest, hier und da. Und dann ergibt sich das. Dann wird das breiter und breiter und breiter. Aber bis ich das geschnallt habe, da am Anfang. Also hier oben beim Bündchen, das ging rucki-zucki. Dann kam ich bei den Wendemaschen. Was will die von mir? Also manche sagen ja, englische Anleitung, easy peasy. Die schreiben nur, was du machen musst. Ja, machen sie, aber dann steht da, dann soll ich was stricken, das muss ich eine bestimmte Anzahl stricken. Und da kommt da so ein Pantes, heißt das so ein Zeichen, da und da. Ja, wann soll ich das jetzt stricken? Soll ich das jetzt stricken? Oder bevor ich die gewünschte Anzahl. Echt, du. Ich glaube, ich komme an meine Grenzen. Ich habe gestern Abend, also Sonntagabend, dran gestrickt und da dachte ich, bin ich jetzt richtig hier? Und je mehr ich lese, je mehr bin ich mir unsicher. Also, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Das dauert bestimmt mehr als 44 Tage, obwohl, wenn ich erstmal hier vorbei bin, ne? Seht ihr das? Deswegen mit den Quadraten, da dachte ich, die müssen doch über sein. Das kann man gut auf der Zeichnung sehen, ne? Aber wenn ich da sitze und denke, oh, das sieht schön aus, dann sagt mir ja keiner, da steht nichts. Auf jeden Fall habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gelesen, dass die Quadrate wahrscheinlich nicht so schön aufeinander in jeder Reihe sind, können sie ja nicht, die sind ja verschoben, weil
Da schmuggelt man ja ein paar Maschen, hießt und piest mehr rein. Jetzt will ich nicht mehr erzählen, aber ich hoffe, die landet nicht irgendwo. Nee, das darf die nicht. Mädels, das darf die nicht. Ich bin durch. Aber echt, ich bin so. Ich weiß nicht, schreib mir mal, ob ich. Also ab und zu denke ich mal, so blöd kann ich doch nicht sein. Erstens lesen kann ich, obwohl ich ja manchmal zu euch ja sagt, ja, ich lese irgendwas und da steht da was anderes. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Also ich lese das auch mehrere Male. Ja, und dann, als meine Schwester und Schwager da Freitag waren, war das doch Freitag, da habe ich angefangen. Und da sagte ich so, Mensch, was will die denn von mir? Und meine Schwester, die ist ja auch so klug, ne? Sie häkelt. Ich zeig mal, sie hat was für mich gehäkelt. Und er sagte, und je mehr sie klüger als ich bin, je mehr irritiert bin ich, ne? Oh Mensch, Tine, sei doch mal still, ne? So sind wir Geschwister, wir beide, ich weiß nicht, ob ich das erzählt, wir sind wie ein Topf und Deckel. Das sind ja wahrscheinlich alle mit Geschwistern so, aber unsere älteste Schwester ist ja vor ganz vielen Jahren jetzt gestorben, eigentlich jetzt, also vor ganz vielen Jahren gestorben, aber wir waren immer schon so, auch als Kind, als sie nach Dänemark zog, da wohnte ich erst bei meiner ältesten Schwester und ihrer Familie und dann zog ich nach Odense, nach meiner Schwester, Tine. Ne, Christine heißt sie. Und seitdem, sie ist, also wie eine Mama kann man ja nicht sein als Schwester, aber so, die ist so herzlich, die, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist Liebe, unendliche Liebe, so, ne? Mehr Ob und Nitur, also mit Ho Höhen und Tiefen, so ist das immer, ne? Ja, Mädels. Die ist nett. Vielleicht machen wir mal was zusammen, weil die spricht Deutsch jeden Tag. Jeden Tag mit ihrem Mann Jürgen. Ja. Jo, so Mädels. Jetzt, ich war ja auf Fiebervolk in Weile am 18. März mit Pernille und Recke und Reckes Mama. Und ja, das habt ihr wahrscheinlich auf Instagram auch gesehen. Und Mädels. Also jetzt muss ich schweife mal, ich zeige, was ich gekauft habe. Aber da stand ich bei Camejo-Nitz. Da habe ich Wolle, ich zeige dir gleich ein bisschen mehr, aber ich habe die beiden für Paul gekauft und da stand ich und ich war, da war eine Dame, die stand vor mir und du musst dich bitte melden, liebe Dame, das hört sich so blöd an, ne? Aber melde dich bitte. Da hat die Dame sich, also da wendete sich und dann sagt sie zu mir, dich kenne ich, auf Dänisch. Technisch. Oder war das auf Deutsch? Nee, auf Deutsch. Und da dachte ich, das geht alles ganz schnell bei mir. Dachte ich, okay, wen ähnelst dich? Tante Walli? Also ich sehe ähnel meine Tante von meiner Papas Seite, meine Tante Walli aus Hamburg, die lebt leider nicht mehr, also auch ganz alt. Okay, der so, nee, nee, die ähnelt sich nicht. Nee, wie denn von meiner Mamas Seite? Nee, nee, die wohnen ja auch da in Neumünster und so, ne? Nee. Und dann sagt sie, ich sehe deine Videos. Und da dachte ich, und das ist eine deutsche Dame. Und da dachte ich sag, wenn du mich jetzt siehst, ich hoffe nicht, dass du mich ababonniert hast, weil ich sah wahrscheinlich aus wie ein Alien, der vom Himmel gefallen ist, ne? Stellt euch mal vor, ich bin in Weile, bei einer Strickmesse, kann man ja sagen, und da steht eine deutsche Dame da, die redet aber auch Dänisch, und die hat mich gesehen. Mein Mund, der saß wahrscheinlich hier. Ich weiß gar nicht, wie blöd ich ausgesehen habe. Also tut mir echt leid, bitte melde dich. Weil du sagst es auch, wo du herkommst. Und jetzt erinnere ich mich nicht mehr. Und ich habe so viele Tage an dich gedacht. Und ich dachte, nehme ich jetzt ein Video auf, so den Aufruf, melde dich bitte, weil ich bin immer ganz höflich und nett, aber wahrscheinlich bin ich so rübergekommen, weil ich war so paff. Mensch, ich war so paff. Stellt euch mal vor, da steht eine Dame, die deine Videos sieht und in Deutschland wohnt. Auf jeden Fall, bitte melde dich. Das war ganz lieb von dir. Und hinterher ist mir, wieso hast du nicht einfach gesagt, also warum ich nicht gesagt, so ich bezahle mal schnell, dann reden wir, ne? Aber dann war die Dame weg.
Also das habe ich gedacht, aber nicht gesagt. Und dann sagte sie auch zu Cammy Jo Nitz, deine Videos sehe ich auch. Und ich sehe auch deine Videos. Da kam ich mich so blöd vor. Na, Mädels, redet mich an, wenn ihr irgendwo mich über irgendwie, wenn ihr mich irgendwo sieht, so wollte ich sagen. Bitte. Ja, das wollte ich mal sagen. Fieberfolg, da waren auch noch andere deutsche Damen und da dachte ich, war sie vielleicht mit in der Gruppe? Das war so eine ältere Dame, also ein bisschen vielleicht 60, 65 oder so im Alter, ne? Und da dachte ich, die habe ich erst am Anfang gesehen und da dachte ich, vielleicht sind die ja hier in Urlaub, ist doch passend, dann können sie gleich Wolle kaufen und so, ne? Aber vielleicht seht ihr das ja auch in Deutschland, dass in Weile oder in Fredericia, da ist ja auch eine Wollmesse oder in Aarhus, Roskilde und wo das alles sonst noch ist. Vielleicht machen die ja auch Werbung irgendwo in Deutschland. Ich weiß das nicht, ne? Bitte melde dich. Bitte, bitte melde dich. Meine E-Mail-Adresse steht ja irgendwo. Oder wenn du, ich habe auch mal auf Instagram gesehen, ich konnte mich ja erinnern, wie du aussiehst, aber da, die Bilder sind ja so klein und nicht alle Damen haben ja Bilder auf Instagram, so dass man richtig sehen kann, wie die Damen aussehen. Melde dich. Ja, das wollte ich nochmals loswerden. Auf jeden Fall, da habe ich ja auch Wolle gekauft. Und ich habe Paul gefragt, Paul, möchtest du mehrere Mützen haben? Ja, möchte ich gerne. Und Paul, er ist ja für alles zu haben. Er macht alles mit. Er geht gerne mit auf Wollmesse. Ja, da in Weile war ja kein. Der war ja. Ich weiß gar nicht mehr, was er. Nee, er war zu Hause. Ich glaube im Garten oder so, ne? Aber sonst macht er das gerne mit. Er kommt auch mit nach Weile. Da kommen wir auch hin. Ich weiß nicht, wann das in Weile ist. Nicht in Weile. Stimmt nicht, in Fredericia. Ich finde das raus, schreibt unten drin, also den Link. Ja, wenn ihr mich da seht, ne? Aber sonst können wir ja, wenn ihr in Flensburg wohnt oder wo ihr sonst wohnt und ihr dahin möchtet, wir können uns verabreden. Aber das machen wir dann, wenn die Zeit ist. Das mache ich gerne. Dann sitzen wir da und schnacken ein bisschen und stricken ein bisschen. Und den Paul nehme ich ja natürlich mit und meine Tochter auch, ne? Aber. Das dürfen sie ja auch, ne? Deswegen, die können Englisch. Nee, Emily kann Englisch und ein bisschen Deutsch. Sie sieht ja auch meine Videos, ne, Emily? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Wolle geshoppt. Bei Cammy Jo Nitz, wo ich die liebe Dame gesehen, oder sie hat mich gesehen, da habe ich diese schönen Wollen für, alles für Paul. Mützen, ne? Also er wird ja topmoderne. Ihr wisst ja eigentlich, dass Pink die neue Farbe hier ist. Und ich denke so an Kermit. Ich habe ja als Kind immer gerne Muppet Show gesehen und Sesamstraße. Ja, na, das war ein Seitensprung, hätte ich beinahe gesagt. Das ist die von Cammy Jo Nitz, die Camilla. Hier ist die Zusammensetzung. Könnt ihr das sehen? Macht das scharf. Oh. Ich weiß gar nicht. Ja, die ist richtig schön weich. Ja, wie gesagt. Ihr könnt ja mal bei ihr im Netz auf der Homepage sehen. Ne? Aber da, ihr wisst ja, er ist Landschaftsgärtner. Mädels, ich habe das, ja, ich weiß noch. Ja, der wird topmoderne. Und noch so ein schönes Gelb. Und hier ist nur 366. Das ist auch 366. Aber die fühlt sich so dünn an. Also ob das so 400 Meter oder 420 Meter wären auf 100 Gramm. Na, Mädels, ihr bekommt dies noch. Ja. Die ist auch so richtig schön. Und Ricke, meine Freundin, also wir waren ja mal Kollegen, ne? Die hat sie auch gekauft. Soll ich euch noch mal was zeigen, was sie da draus gestrickt hat? Moment. Mal sehen. Jetzt mache ich nicht Pause, weil das ist ja letztes Mal passiert, ne? Oder nee, auf Instagram war sie auch. Guck mal. Guck mal, das Pernille. Sie ist auch so ein Outdoor-Mensch.
Habe ich gar nicht jetzt gesehen. Sie kriegt mal ein Like. Ja, sie wandert auch mit ihrem Freund. Ich guck mal hier kurz, Recke. Recke, hier ist sie. Sie hat auch den. Ja, sie hat auch den Sophie-Shawl gestrickt. Guck mal. Und da hat sie so einen weißen Mohair zugehalten. Also Penelo und ich sagen, nee, da muss ein knallgelber Mohair mit. Aber das sieht richtig gut aus. Ich mache mal ein bisschen dichter dran, ne? Ihr kriegt das Video nochmal. Segen. Guck mal. Richtig schön. Und den Maschenmarkierer, den hat sie auch da in Weile gekauft. Der ist richtig, richtig schön. Ja. Und bei einer anderen Handfärberin, das ist die bei Killerick, da habe ich den hier gekauft. Und den stricke ich. Ich wollte das nicht anstrengen, stricken. Jetzt hat das auch so lange gelegen, ne? Aber bei Killerick. Und ich guck mal, hier sind 450 Meter auf 100 Gramm. Seht ihr das? Aber das ist so. Na, sieht man nicht, ne? Ja, und bei einer anderen Handfärberin, die heißt Nina. Ich weiß gar nicht, Camilla. Und ich weiß gar nicht, wie die Dame von bei Killerick heißt. Ich habe sonst so ein bisschen. Ja, da war das Painters Yarn. Oh, da. Ich guck mal kurz. Da haben wir ja auch so ein bekommen, ne? So, da, wenn man rumläuft, sodass die nicht denken, dass man die geschnuppt hat, ne? 180 Kronen, aber da steht einfach nur Mange Garn Hilsner Frau Killerick bei Killerick. Baust. Also ihr habt ja auch schöne Handfärber. Ich habe ja schon mal gesagt, habe auch bei Strick mit Kickma bestellt. Das sind ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, war das ihre Anfangszeit? Nee, weiß ich gar nicht. Painters Yarn. Oh, da komme ich gleich zu. Ja, bei Nina von Millnet Strick, da habe ich diese gekauft. Das ist eine Sockenwolle. Oh. Das ist so Pistazie. Schön, ne? Und die Zusammensetzung auf ihrer Softsock. Da kommt das auch so richtig. Doch, die Farben sind so richtig. Ja. Petit Fours. Schmeckt auch gut, ne? Ja. Ja, und ich habe ja mal letztes Mal erzählt, als ich beim Workshop war, dass da mit dem. Ich habe das hier, guck mal. Moment, Mädels. Alles live hier, ne? Erinnert ihr euch noch? Das Sticken. Nee, nicht Sticken. Hier, Lappelösninger. Da sagte ich ja, nee, das brauche ich nicht, ne? Das mit dem. Für Socken sticken und so, ne? Aber da dachte ich, Emma, sie hat ja mal, ich habe mal für Emma ein paar Socken gestrickt und die ist richtig so durchgegangen. Da war nur noch der Nylonfaden. Aber das war blöd, wenn ich das irgendwo mal wieder gemacht habe. Da habe ich den hier, wie hieß das nochmal? Wie heißt so ein auf Deutsch? Sag mal, Mädels. Der hat 60 Kronen gekostet in Stoppeswamp. Swamp. Stoppeswamp. Schwamp, ihr wisst, das Wort ist weg. Da kann man ja so, ihr wisst, rein und dann stopfen. Ne? Ich sagte ja nochmal, Mama hat das ja mal gemacht, ne? Weil Geld war damals nicht. Doch, ein bisschen. Ja, wie gesagt, schöne Wolle, ne? Oh, jetzt fällt er. Oh, nein. Die Socken, die sind für mich. Also die Wolle, weil Paul, er möchte ja keine. Ich habe ja mal, habe ich gesagt, nee, ich habe mal das ganz, ganz lange her, da habe ich Paul gefragt, Paul, möchtest du gerne Socken von mir?
Nee, 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 das möchte er nicht. Nee, möchte er nicht. Und dann sagte ich zu ihm letztens: Paul, möchtest du gerne einen Sweater von mir? Also, er ist so ein bisschen, er ist ein großer Mann, ne? So ein bisschen, ja. Und da hat er mich nur angeguckt und nichts gesagt. Da wusste ich: Nee, der möchte keinen Sweater. Guck mal, richtig schön, ne? Ja. Und da war ich mal auch auf dem Trip, wo ich dachte, ich so robust heißt das. So Wolle, die so ein bisschen robust ist. Jetzt fiel mir das wieder ein. So sind nicht Merino-Wolle, das ist ja so, ja, ihr wisst, ne? Ja. Auf glatte Haut und so geht bestimmt nicht. Aber vielleicht, welche können das ja, ne? Manche können das ja, ne? Ich habe für ein, ich denke mal, das wird auch ein Sweater, weil jetzt. Jetzt ist, war das ja so ein Succé-Oblius. Also das ging richtig gut mit dem Ingdicke da, ne? Da habe ich diese Wolle auch gekauft. Hirul. Und das ist so ein richtigen schönen braunen Ton. Ich weiß nicht, ich sagte zu Pernille und Rikke, Mädels, Braun und ich, ja, ich sagte. Ihr sollt das nicht nur so sagen, also ihr müsst das auch meinen, das muss auch gut aussehen, ne? Weil die Strickzeit, das dauert ja. Ihr wisst, irgendwie da 44 Tage, weil man möchte auch was anderes und das Leben kommt auch dazwischen, hoch und tiefen, ihr wisst, ne? Da habe ich 5 Stück gekauft, weil ich dachte, könnte ja sein, dass einer, also einer zu viel ist, aber ihr wisst ja, wenn man zu wenig Wolle hat, und da fehlt einem, vielleicht möchte ich auch einen Cardigan machen, so vielleicht auch irgendwie da, No Frills Cardigan, der geht ja auch, ne? Oder irgendein, ihr habt ja auch schöne Anleitung bei euch, ne? Und manchmal braucht er ja keine Zopfmuster und so, weil der ist so ein bisschen, ihr wisst, ne? Mädels, das habe ich auch gekauft. Ho! Ihr habt doch gar nicht die Zusammensetzung gesehen. Entschuldigung. Wie mache ich das am besten? Moment. So, her. Hier steht das. Und da steht ja auch ein bisschen so. Also, 400 Meter, 100 Gramm. Nadelstärke 3 bis 4. Handwäsche. Ja. Krabbrol heißt die Farbe. Krabbrol. Ich glaube, das irgendwo im Knick oder bei den. Ja, das pflückt man ja, ne? Ich glaube, das kommt. Die Krabbrol ist. Ich weiß gar nicht. Den Verstand habe ich nicht vom Färben, aber. Ja, das haben sie geschrieben. Was wollte ich noch sagen? Ja, also ich habe keine Neuigkeiten hier von Dänemark. Was passiert so? Da habe ich eigentlich, ich versuche mir das abzugewöhnen, so Podcasts zu sehen, während ich stricke, weil ja, ich höre was, aber und sehe ab und zu was, aber hören tue ich doch nicht alles. Dann ist besser, wenn ich entweder gar kein nix, keinen Fernsehen oder keinen Podcast habe oder nur Fernsehen, der so im Hintergrund läuft, wenn Paul zu Hause ist. Und dann kann ich ja stricken. Dann bedeutet das nicht, denn auch beim Zählen und so, ne? Wenn das jetzt ein Podcast ist und so und oh, was sagte sie jetzt? Oh, wieder zurückspulen und so, ne? Aber ist auch in Ordnung. Ja, wir waren in Fiebervolk, da haben wir dies hier alles gekauft. Und die anderen Mädels, die zwei, die haben auch ein bisschen gekauft. Und ja, die habe ich ja, also den Paul-Klee-Sweater, den habe ich ja auch auf Fiebervolk bei Hesselstrick gesehen. Meine Güte, der war so schön. Ey, ich war, ja, ich habe das ja erzählt, ne? Ja. Und was kommt noch? Am 15. April, also Samstag, diesen Samstag, da ist Strick i Heuhuse, da gehen Pernille und ich und Recke hin. Und da haben wir 200 irgendwas Kronen bezahlt. Und da kommen ein paar, die erzählen so mit für Socken und so. Und da kann man auch ein bisschen essen und so. Ich glaube, so schöne Stunden zusammen mit anderen, die stricken.
Davon erzähle ich denn, ne? Ja, Stricki Heuhuse, das war mal eine alte, eine Schule so für Erwachsene, Heuschule, kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber da kann man so ein Jahr gehen, früher, denke ich mal. Ich war da noch nie. Aber eine Heuschule ist ja da, wo man ein Jahr gehen kann, entweder so mit Handarbeiten oder Kunst oder Musikheuschule oder. Ja, irgendwas, ne? Und die haben sie dann ja umgebaut. Und da sind dann ein paar Lokale, die da werden, da halten die so eine Arrangements, ne? Und da ist, wie gesagt, Stricki-Heuhuset am 15. April, ich glaube von 10 bis 4 oder so, weil ich weiß nicht mehr, so ungefähr. Ja, Mädels, das war das. Wie gesagt, mich irritiert das auch ein bisschen, so dass ich so unfertige Projekte habe. Das nimmt mir auch ab und zu mal den Mut. Kennt ihr das? Deswegen haben wir ja auch so viele UFOs. Ich habe ja eigentlich gar nicht so viele UFOs. Ich habe welche, ne? Aber das sind auch so UFOs, wo ich habe mal den einen Schal gestrickt. Nee, nicht einen Schal. Das war von. Ach, den zeige ich mal. Das war das auch mit Patent und wenn ihr wisst. Patent und dann Pause halten oder einen Fehler oder so ähnlich, ne? Das kannst vergessen. Da musst du neu anfangen. Ich auf jeden Fall. Der liegt jetzt. Sosunitz heißt sie. So, Susanne, glaube ich. Prost. Ja, wie gesagt, wir waren im Urlaub mit dem Wohnwagen in Flensburg. Da ist ein Campingplatz. Ing digge da. Also da ist nichts. Der ist älter und so, aber da geht der Strom und dann ist egal. Also wir brauchen keinen Luxus da. Wir haben unser Wohnwagen oder meine Schwesters Wohnwagen, ne? Und aber immer sauber Toiletten und die kleine Küche, da kannst du nur abwaschen, ne? Aber sauber, als wir da waren. Aber man weiß ja nicht, wenn man den Rücken zudreht, dann sind da welche mit Gummistiefeln und so. Und Paul sagte auch, den einen Morgen, als er unter der Dusche war, da sollte man denken, dass da einer einfach mit Gu entweder Gummistiefel rein sind oder Badesandalen, so mit Muder, also mit Sand, mit Erde und so. Ne? Also ich habe ja meine abgespült da vor der Toilette. Da ist so ein Waschbecken, da kann man das entweder Wasser zum Trinken, wenn man möchte, oder irgendwas abspülen. Da habe ich sie abgespült, ne, so dass sie nicht so dreckig waren. Und dann bin ich nur in Strümpfe im Bad gegangen. Ja, wir sind Mittwoch angekommen. Ach so, jetzt kommt nur noch ein bisschen Geschnacke, ne? Ja, alles durch mit dem Stricken. Ja. Ja, wie gesagt, da waren wir in Frittestadt mit dem Wohnwagen von Mittwoch bis Sonntag. Und ja. Mittwoch sind wir dann nach Husum gefahren, so ein bisschen in die Innenstadt gegangen und ein bisschen ein Fischbrötchen, das müssen wir immer. Ist richtig gemütlich. Und Donnerstag waren wir da auch, da war ja also so ein richtig großer Markt. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Ja, und dann habe ich noch eine alte Schulfreundin getroffen. Also ich sehe ja gar nichts, wenn ich gehe. Deswegen, wenn ihr mich irgendwo trifft, hallo, schreit alles, was ihr könnt, ne? Paul hat gesagt, Paul sagt, Britta, Britta. Und ich dachte, was will er denn jetzt? Das ist immer so ein Fischmann, ne? Weil wir wollten ja ein bisschen Fisch kaufen für, wenn meine Schwester und Schwager kommen. Ja, und ich drehe mich rum und dann sagt er, zeigt er so. Sagte ich, ach, du bist doch. Ja, bin ich. Und dann, ja, was macht ihr denn hier? Ja, wir sind in Urlaub und so weiter, ne? War gar richtig ganz nett. Eine Schulfreundin, also von der dänischen Schule in Frederikstadt, ne? Hans Helgesen School, wo ich und mein Bruder gingen, bevor wir nach Dänemark zogen in 85. Ja, und dann, ja, sind wir noch so ein bisschen rumgegangen in die Stadt, so ein bisschen bummeln und, ja, wie gesagt, Freitag, da kamen meine Schwester und mein Schwager. Da sind wir in der Innenstadt in Friedrichstadt gegangen, weil meine Schwester, sie sagt, nächstes Jahr ist das 50 Jahre her, dass sie konfirmiert wurde. Die alte Münze in Friedrichstadt, das ist jetzt ein Museum. Und ich sage, Christine, oder Tine heißt sie. Christine, ich sage Tine. Tine, stell dich mal dahin, dann nimm mal ein Bild, weil unsere Tante Walle hat, ja,
damals, vor 50 Jahren, ja Bilder da geknipst. Als sie vor der, ich weiß nicht, Kirche kann man nicht sagen, ich weiß gar nicht. Jetzt ist es auf jeden Fall im Museum. Die da, ihr kennt das wahrscheinlich. Und da erst war davor, also vor der großen Tür und dann hinten so rein. Und ja, hinten bei der, ja, Kirche kann man nicht sagen, Freikirche, ich weiß das nicht. Da waren auch ein paar Grabstätte, also Grabe, und da sind wir auch mal hingegangen und geguckt und so, ne? Ja, da sagte ich, wir nehmen mal ein paar Bilder, ne? Dann kann sie ja mal sehen, wo stand sie? Stand sie vorm Gebäude oder hinten auf der Seite? Da erinnerte sich nicht mehr. So, auf jeden Fall haben wir ein paar Bilder gemacht und auch mit Jürgen, mein Schwager, und Paul und nur die beide zusammen, meine Schwester und mein Schwager. Ja, dann sind wir wieder zurückgegangen und haben ja Abendbrot gegessen, wir haben gegrillt und so, und dann sind sie wieder auch nach Dänemark gefahren. Also die fahren ja überall, ach, nicht überall, aber bei denen macht das nichts aus. Mein Schwager, er fährt richtig gerne Auto, ne? Ja. Ja, aber war so richtig schön. Da hatte ich auch meinen Ingdigge da an, aber also den kannst du nicht so, wenn das so richtig windig ist. Wir waren dann auf dem Deich, da sind ja Schafe am Campingplatz, ne? Aber da hat das so richtig durchgewindet. Da mussten wir wieder zurück und eine Jacke an, weil dann wollte meine Schwester in die Innenstadt von Friedrichstadt. Da, so, sie möchte das gerne sehen. Oh, habe ich jetzt einen Pickel hier? Meine Güte. Na, ja, aber da kommt der Wind so richtig durch. Und den ersten Inkdicke da, den hatte ich auch mit, weil ich dachte, nee, den nehme ich mit, dann kann ich den anziehen. Den habe ich dann so abends im Wohnwagen angehabt, so bevor das so richtig warm wurde. Und morgens, wenn wir aufstanden, ich schlafe ja immer mit dem offenen Fenster. Das riecht so schön, so richtig so nach Camping, nach Friedrichstadt, nach Urlaub. Kennt ihr das so vom Gras, das Duft ja so, die Feuchtigkeit und so, ne? Ja, wie gesagt, ja, dann hatte ich den auch an, den ersten Inkdicke da, den hatte ich auch das war am Donnerstag in Husum an. Der konnte so ein bisschen mehr den Wind draus halten. Wahrscheinlich auch, weil wir in der Innenstadt waren und da konnte der Wind nicht so richtig rein, ne? Aber der war auch schön. Und der ist so ein bisschen unten beim Bauchlein ein bisschen breiter geworden. Jetzt hängt er nicht so dicht dran. Der geht so ein bisschen gerade runter jetzt. Der hat sich so ein bisschen gegeben. Und auch, ich habe ja gesehen in der Anleitung von Inge da muss man Zunahmen machen. Nee, Abnahmen machen. So, wenn man eine gewisse Zentimeter gestrickt hat, dann muss man gewisse Abnahmen machen. Die machen. Das habe ich nicht hier gemacht. Deswegen ist er schön gerade runter. Die mich auf, wie gesagt, Instagram folgen, die können das ja sehen. Der ist so schön. Ja, das ist nicht so wie Kleister. Mann, tut mir leid, jetzt ist da ein Pickel. Ich muss was trinken. Mädels, Skål. Das ist ja ein richtiger Pott. Ja, wie gesagt, dann waren wir. Nee, wann war das jetzt? Nee, Donnerstag, da waren wir auch in Tönning. In Tönning, da ist ja eine Töpferei. Die wollte ich euch auch mal zeigen. Oh, das ist ein bisschen geknuddelt. Hier, die Töpferei. Seht ihr das? Das ist die Maike. Und sie hat auch einen Mann. Der steht auch ab und zu mal im Laden, aber der war nicht da. Da war sein Cousin, meine ich, Thomas. Guck mal, also ich bin ja fasziniert. Guck mal, das ist genau mein Stil. Alles andere ist zu moderne mit Punkte und Streifen. Da müssen Kühe drauf, da muss ein alter Ofen drauf, Hühner, ein Hund, eine Katze. Ja, wie gesagt. Und da hat Paul dann ja auch noch ein bisschen getöpfert. Da sagte Maike, komm mal, mach mal. Ich hab nicht. Also das sieht ja so einfach aus, wenn die das macht, ne? Und auch als Paul, man konnte so richtig sehen. So, das war die erste kleine Schüssel, dann kam die nächste und die nächste und die nächste. Er hat vier gemacht. Aber ich zeige euch das mal. Also ich habe ja natürlich, ich habe gar nicht dran gedacht. Oder dachte ich, dass ich, wie heißt das, ein Bild gemacht habe, aber wahrscheinlich habe ich doch nicht, ne? Ja, ich zeige euch das mal hier. Bilder. Oh, wo ist das jetzt? Hier.
Da sitzt mein Paul und wartet, ne? Guck mal, da guckt er so ein bisschen betutet, ne? Könnt ihr das sehen? So betutet, so geniert. Weiß das so? Das ist die erste. Also, und wie gesagt, ich habe gar nicht dran gedacht, die anderen zu. Man kann auch im Hintergrund sehen, da töpfet er die Nummer 2, ne? Ja. Aber da sagte Emily, oh Papa, da hast du ja schon ein Geschenk, weil, wie gesagt, alles selbst gemacht, ne? Ja, wollte ich euch noch was zeigen? Guck mal. Könnt ihr das sehen vom Wohnwagen? Könnt ihr das scharf sehen? Das guckte genau in meine Richtung. Und ich meine, am Tag davor, das war ein Schaftag, weil ich weiß gar nicht mehr, der Tag der Schafe oder so ähnlich, der guckt genau in meine Richtung. Den habe ich auch ein Bild genommen, ne? Ja, ich finde die süß. Ich habe so viele Bilder gemacht, ne? Aber die sind auf mein Handy. Jetzt mache ich nicht wieder auf Pause und dann muss ich wieder aufnehmen, ne? Ja, Mädels, ich glaube, das war das. Ich habe davon Fiebervolk in Weile erzählt und bitte, liebe, meld dich bitte. Tut mir echt leid. Ich sah ja wahrscheinlich aus, als ob ich vom Himmel gefallen wäre. Ja, und Stricky Heuhuse, davon erzähle ich euch und ich mache vielleicht auch ein paar Bilder und lege das auf Instagram. Vielleicht, ich denke mal, dass ganz viele mich auf Instagram folgen, die auch hier mitgucken. Oh Mensch, ich bin doch 52 Jahre und ein Pickel, das gibt doch nicht. Oh Mann. Na, ja. Bin ich fertig? Nee, ja, nee, weiß ich nicht. Oh, wo ist das jetzt? Ich habe auch noch einen Zettel. Wie gesagt, sie macht ja Töpferkurse. 2 Stunden war das 95 Kronen. Wie gesagt, ja. Und ich weiß nicht, ich habe das im ersten Video erzählt. Jetzt erzähle ich das. Ich kenne Maike. Das ist die Inhaberin von der Töpferei Mietz und Mauns. Die kenne ich schon seit 93. Als mein Papa 93 starb, da haben die unser Haus in Thielen gekauft. Und dort hatte sie dann am Anfang die Töpferei in die kleine Stube und in mein Zimmer. Also sie hat in der kleinen Stube getöpfert und in mein Zimmer hatte sie den Brennofen. Und in unser Kartoffelkeller, oh, das war schlimm als Kind, da musste man da runter und Kartoffeln holen und so, ne? Ganz schlimm. Ja, da hatte sie dann also alles, was sie getöpfert hat, Becher, alles Mögliche, ne? Das hatte sie da stehen in unseren alten Kartoffelkeller. Und das Haus haben sie ganz richtig, ganz gut renoviert. Das ist richtig gemütlich. Und dann haben sie den an ihren Manns Cousin verkauft. Und er hat das jetzt an eine andere Dame verkauft, hier dieses Jahr. Ja, dieses Jahr oder war das letztes? Nee, dieses Jahr war das. Also, ja. Aber die haben damals unser Haus in Thielen gekauft, als mein Papa starb. Und seitdem haben wir immer noch Kontakt. Da waren ein paar Jahre, wo wir nicht hatten, aber dann haben wir sie wiedergefunden. Da hatten sie dann einen Laden in Friedrichstadt. Und ich dachte, als wir vorbeigingen, das sieht doch, das kenne ich. Also ich kann das sehen. Also ich sehe das, dass das die Maike gemacht hat. Das ist so verspielt. Das ist so richtig mein Ding. So, das da mit Punkte und Streifen und dann läuft da so ein bisschen Farbe. Nee, zu modern. Dies ist richtig meins. Und den hat sie, wie gesagt, auch für mich gemacht. Ne? Der ist richtig groß. Ich glaube, das ist der größte Becher, den man bei ihr kaufen kann. Ja, und seitdem haben wir immer Kontakt. Wir schreiben WhatsApp. Ja, und jetzt hat Paul auch getöpfert bei ihr und ich dachte, jetzt holen wir ja da ja die Schalen. Ich sagte April, Mai oder so oder nee, Mai oder Juni ab. Ja, ich denke mal, das wird so, ne? Und dann buche ich auch einen Töpferkursus für mich und Paul. Man konnte so richtig sehen, okay, die erste Schale, das war die zweite und die dritte und die vierte. Und er saß da nur eine Stunde und man konnte auch so richtig sehen, dass er so mehr.
Ach, die Schultern runter, das ging so ein bisschen. So, und sie hat ja erzählt, sie kann ja kein Dänisch, aber sie kann ein bisschen Englisch. Paul kann, er sagt, er kann kein Deutsch, aber er muss ja was verstehen, weil er, so wenn er, ja, wenn wir irgendwo sind und so, ne? Aber sie hat dann erzählt, stopp, hoch, runter. Und ich habe so ein bisschen übersetzt, ne? Aber das ging richtig gut. Das hat er richtig gut gemacht. Ja, und ich denke, das möchte ich auch mal machen. Ja. Ja, was war sonst los? Ja, die haben dann damals ja das Haus gekauft und seitdem haben wir immer noch Kontakt, ne? Sie hat eine Töpferei. Ach so, das wollte ich erzählen. Und jetzt der Zettel, den habe ich nicht mit hier drin. Sie macht auch Spinnkurse. Ja. Der Zettel, ja, ich weiß nicht. Mädels, Moment. Ist da nicht? Nee. Nee, das ist nur hier. Süß, ne? Ja. Ja, hier steht nichts vom. Nee, das war. Wieso habe ich das jetzt nicht hier? Na, okay. Sie hat ja auch eine Homepage, ne? Da kann man das auch sehen. Ja, und ab und zu, ja, also Samstag, da waren wir auch in Husum, da stand sie auf dem Markt mit ihrem Mann. Klaus, da hat sie, da sah sie an der, hat sie gespinnt, also Merino-Wolle, ne? Ja, das war auch richtig gemütlich. Da haben wir auch so ein bisschen schnacken. Ja, ansonsten alles Paletti. Ja, wie gesagt, wir müssen weitermachen mit unseren Projekten, ne? Und ja, das war das, Mädels. Mehr habe ich nicht. 1 Stunde und 16 Minuten. Ja, was kommt noch? Jetzt morgen wieder arbeiten. Aber die Woche geht bestimmt schnell vorbei. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oh, Freitag zum Friseur. Ja, und dann Samstag Strick i Heuhuse mit Recke und Pernille. Bin mal gespannt. Da sind ja auch andere dänische Podcaster, ne? Die, ja, wie gesagt, die erzählen so ein bisschen für Sockenstricken und wie das so mit dem Podcasten ist und so, ne? Aber, ja, sonst habe ich nichts. Schön, dass ihr mir zuschaut und abonniert und, ja, man sagt ja immer das Gleiche, aber ich meine das ja. Ich bin ja dankbar, dass ihr mir zuschaut und kommentiert. So, ich finde das so richtig schön. Ihr seid alle so herzlich, sagt man das so? Ja, ich bin, wie ich bin, mit meinen, ja, Wortfindungsstörungen. Das ist ja auch ein Wort, ja, das ist auch ein langes Wort. Wortfindungsstörung. Oha, da kann man sich die Zunge brechen, ne? Ja, wie gesagt, oh ja, Emily, sie ist ja in Gange wieder mit irgendwas zu stricken. Ich weiß gar nicht, was ich stricke. Ich zeige euch das mal. Das sieht auch gut aus. Da hat sie ja improvisiert. Also da hat sie, wie war das nochmal? Ich glaube, da hat sie eine günstigere Wolle gekauft und dann hat sie dafür noch. Also die hat eine teure Wolle und eine günstige Wolle. Ich weiß gar nicht. Sundays wieder? Ich frage sie mal, ne? Vielleicht, sie kann das ja mal kommentieren. Emily Skrivli unter Video und wer der du Strecker her? Ich habe mal erzählt, ihr könnt ja bestimmt Dänisch, dass sie mal unter einem Video kommentiert, was sie hier strickt, ne? Aber ich meine, das Mohair, das ist teuer. Und dann hat sie noch ein anderes Mohair dafür gekauft, was bisschen günstiger ist, ne? Weil handgefärbte Wolle wisst ihr ja, ne? Aber ja, das sieht so richtig schön aus, ne? Sie schreibt 300 irgendwie Maschen hier. Geht, ne? Ich guck mal. Sie hat das hier geschrieben. Wie war das nochmal? Ja. 360 Maschen rund. Ja. Und sie ist eine Small, ne? Denk mal, wenn ich XL, oha, oha, 900 Maschen. Ach, stimmt nicht. Weiß nicht. Ja. Ja, ich mache jetzt Schluss, ne, Mädels?
das Video hochladen. Ich habe ja auch hier, als ich krank war, ein paar Videos gesehen, so wie man einen Text einfügt oder ein Bild oder so, ne? Wenn ich irgendwas Blödes sage, so dass ich das einfügen kann. Nee, Britta, das war Quatsch, so und so, ne? Aber das kommt irgendwann mal. Ich hätte ja so gerne so einen Kursus, wo ich so abends hinkommen kann und was lernen kann und dann wieder so, ja, meine Erfahrungen damit machen kann. Aber das ist wahrscheinlich alles online. Oder YouTube ist ja auch mein bester Freund, ne? Aber ab und zu, da muss man so ein bisschen selbst denken, ach, das meint sie. Oha, okay, bevor ich das machen muss, muss ich das machen, ne? Also, das kriege ich auch nicht immer alles mit, ne? Ja. Mal sehen. Mädels, war schön, euch wieder zu, ja, bequatschen. Mehr habe ich nicht. Ja, mal sehen, ne? Wir sehen uns. Und wie gesagt, die liebe Dame von Fieberfrosch in Weile, bitte melde dich. Das wäre echt richtig schön. Ja, entweder Instagram oder unterm Video oder eine E-Mail. Ich habe ja auch WhatsApp. Ja. Da muss ich mal sehen, wie meine Telefonnummer. Ihr wisst das wahrscheinlich, wenn man nach Dänemark ist das 0045 oder so. Oder ich weiß gar nicht, wie man eine andere Person sucht unter WhatsApp. Weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja meine anderen Familien in Deutschland so gefunden. Oder haben sie mich gefunden? Ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch lange her, ne? Ja, wie gesagt, war schön euch, ja, zu war schön euch zu bequatschen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert bis nächstes Mal. Eigentlich möchte ich ja so gerne jede dritte Woche oder so, aber Mensch, dann habe ich keine Zeit zum Arbeiten. Oder sonst, dann zeigt man einfach nur, wenn man so ein bisschen Fortschritt hat und so ein bisschen klönen, ne? Das wäre auch schön, oder? Mal sehen, wir sehen da. Wir sehen, wie das so läuft, ne? Ich wollte mal kurz sehen, ob da Emily irgendwas schreibt, ne? Ja. Ja, sie hat ja ihren Sofa für heute verkauft. Ihr Freund war nicht begeistert, weil der neue Sofa kommt erst. War das nächste Woche oder diese Woche Donnerstag, Freitag oder so? Aber ja, ich kann euch mal zeigen hier. Hat sie einen. Guck mal, so geht's doch auch, oder? Das sind neue Stühle, sieht so aus. Die hat sie vielleicht für den Altan gekauft. Ja, guck mal, so sieht das aus. Die haben sie mit dem Bus geschleppt. Wie gesagt, Mess, ihr Freund, er war nicht begeistert, aber. Emily möchte das gerne, ne? Ist doch auch gemütlich, ne? Obwohl man auf der, ich weiß nicht, war das zweiten Etage oder so, in der Innenstadt wohnt. Ja, so ist das eben, ne? Da muss man so mit klarkommen, mit dem Platz, den man hat. Aber die haben gut mit Platz. Sie hat auch ein Nähzimmer, den teilt sie mit ihrem Freund, wo er spielt, also mit dem Computer. Aber ja, Küken Elrum Sam, also Stube und Küche zusammen, ist im gleichen Raum, aber Küche da, Stube da und so, ne? Ja, so, jetzt quatsche ich nur noch. Nicht Unsinn, weil ist ja so, wie es ist. Oh, Mädels, warte mal. Als meine Schwester und Schwager letztes Mal bei uns hier waren, da habe ich gehäkelt, weil meine Schwester, sie häkelt ja auch. Guck mal. Oh, jetzt geht er. Ja, der sitzt da im Ei, ne? Ich wollte eigentlich ein paar mehrere häkeln, aber ich habe nur einen geschafft. Eine kleine Blume. Aber der ist doch auch süß, ne? Oh. Ja, und das ist die Anleitung. Das ist eine kostenlose Anleitung, aber die bekommt ihr auch bei euch, ne? Ich glaube, den Link, der ist im letzten Video. Ja, Mädels, ich habe nicht mehr. Ich guck mal ein bisschen rum. Nee. Aber der, ne? Ich bin so stolz, habe ich gesagt. Jetzt nicht mehr. So, Mädels, Schluss. Wir sehen uns ungefähr einen Monat, denke ich mal so ungefähr. Und dann sage ich, Pogenschen, wir sehen es in einem Gang. Okay, hey, direkte Gott. Hi, hi.